Ja, die 37. in der Tabak ist eröffnet. Das sage ich jetzt schon seit ein paar Jahren, halt nur mit einer anderen Jahreszahl, beziehungsweise mit einer anderen Zahl davor. Paulo, Sie haben die heute hier gerade zum Laufen gebracht. Im Vorfeld ist natürlich vieles passiert, dass auch diese Messe den richtigen Rahmen hat. Die Zahlen, die Sie vorgetragen haben, sind weiterhin hervorragend und gut. Nun haben wir aber auch eine Doppelspitze dieses Jahr auf der Messe hier. Ja, wir haben nicht nur die Intertabak, sondern wir werden in diesem Jahr eine Messepremiere haben, das ist die Intersupply. Da geht es um den gesamten Zulieferbedarf für die Tabakwarenindustrie und Sie können dort alles bekommen von Papier über Aromen, Rohtabak, aber auch Verpackungsmaschinen, Kartonverpackungen, also das ganze Spektrum ist zu sehen. Das sind auch rund 50 Aussteller, wie ich so nachgelesen habe. Wir haben rund 70 Anbieter, die sich in dem Bereich präsentieren. Wir werden haben eine neue Halle geöffnet für den Bereich, das ist die Halle 3B. Und dort können sich eben interessierte Besucher informieren. Die 11.000 Fachbesucher haben Sie wahrscheinlich auch wieder auf der Linie? Das wissen wir im Vorfeld natürlich nicht, aber wir hoffen natürlich, dass wir wieder einen guten Zuspruch haben, auch in diesem Jahr. Also das waren die positiven Teile dieses Gesprächs zwischen uns beiden und beziehungsweise auch hier vom Inhalt her in der Pressekonferenz. Rundherum sieht es alles nicht so gut aus, es wird viel gekämpft an vielen Fronten. Was heißt das für die Intertabak 38? Das können wir jetzt im Vorfeld noch nicht absehen, weil wir noch gar nicht wissen, welche Regelungen genau kommen werden. Wir haben es eben schon besprochen, es gibt bisher Gesetzesentwürfe und wir müssen sehen, wie sich das dann letzten Endes auch in einem Gesetzesentwurf finalisiert und werden dann die Entwicklung aber ganz, ganz genau beobachten. Also zusammenrücken an allen Fronten wahrscheinlich und dann gucken, dass es in die nächsten Jahre weitergeht und die Tabakbranche wird sich ja weiter präsentieren. Insofern wird es auch eine Intertabak geben. Ja, davon gehen wir aus, aber wie sich das dann auswirkt und welche Auswirkungen das haben wird, das müssen wir einfach abwarten. Es ist jetzt noch zu früh, darüber Auskunft geben zu können. Rainer von Böttcher, Präsident des BTWE. Herr von Böttcher, wie jedes Jahr treffen wir uns hier an dieser Stelle. Die Pressekonferenz ist zu Ende. Das Wetter draußen ist schön, die Stimmung hier drin ist schlecht. Die Messe hat sehr viel getan, damit es jetzt erstmal eine vernünftige Ausstellung geben wird. Aber die Informationen, die hier von den Beteiligten der Pressekonferenz verbreitet wurden, sind nicht ganz so erfreulich. Ich frage Sie mal vorab, Sie haben vor knapp 2 Monaten, glaube ich, an den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, an Herrn Schmidt, geschrieben. Hat Herr Schmidt geantwortet? Das ist wahr. Ich habe am 15.07. geschrieben und im Übrigen weniger als BTWE-Präsident, also in verbandlicher Funktion, sondern als Unternehmer eines mittelständischen Unternehmens mit aller Betroffenheit über die Dinge, die da auf uns zukommen sollen. Und ich habe bis heute keine Antwort. Was ich verstehen kann, dass er vielleicht mehrere Briefe erhalten hat und auch viel zu tun hat, alles unbestritten, aber eine Reaktion würde man gerne erhalten und auf diese Weise wird auch Politikverdrossenheit. Also eine gewisse Wertigkeit, denke ich mal, die man da auch zurückspürt. Ein Zwischenbescheid wäre ja schon mal etwas, also das hat man als Kaufmann irgendwann, glaube ich, mal gelernt. Ne? Zum Beispiel so. Ich habe aber auch noch eine Reihe von Briefen an Abgeordnete, an den Ausschuss von Landwirtschaft, Ernährung und Gesundheit geschrieben. 7 an der Zahl, und zwar an die 7 Ausschussmitglieder, in denen die ihre Wahlkreise dort haben, wo wir unsere Filialen haben. Ebenso keine Antwort. Das sind alles Menschen, die wir wählen, nebenbei bemerkt. Der Bundesverband bemüht sich natürlich, dem Tabakwarenfachhandel stärker zu zeigen. Schulter hoch und weiter kämpfen. Was tun Sie dafür? Also wir tun jede Menge und auch nicht nur als BTWE allein, sondern im Verbunde mit den anderen Verbänden, denn hier haben wir gemeinsames Interesse. Wir tun sehr viel Politisches. Wir sagen aber auch, natürlich haltet durch, macht weiter, es wird auch immer weiter geraucht und Genuss geraucht werden. Davon sind wir fest überzeugt. Aber wir müssen auf jeden Fall erreichen, dass Schockbilder auf Zigarren, Zigarillos und Pfeifentabak vermieden werden. Denn dann sehen unsere Geschäfte so verheerend schlimm aus und das ist auch eine solche Zumutung für Verbraucher. So etwas ist noch nie da gewesen. Mit Schockbildern auf Zigarette und Feinschnitt könnten wir leben.
weil wir auch darüber nachdenken, ob wir eine Handelsinitiative starten zur Präsentation dieser Produkte. Das ist noch nicht so weit gegoren, deshalb kann ich dazu noch nichts sagen. Aber wir haben da etwas vor, den Händlern auch zu helfen, nicht in diesem Umfeld stehen zu müssen. Ganz wichtig. Und da kann sich der Händler direkt an Sie wenden, also nicht an Sie persönlich, sondern halt an die Gesamtorganisation BTW. Ja, wir haben die Pressekonferenz eben hier zur 37. Dortmunder in der Tabak hinter uns gebracht. Und Sie haben also drastische Dinge auch auf den Tisch bringen müssen. Und sagen Sie uns mal so zusammenfassend, welche Problematiken Sie seitens des Verbandes mit Ihren Mitgliedern in der nahen Zukunft sehen. Also die Tabakproduktrichtlinie war ja für uns alle schon mal eine große Herausforderung. Aber das, was wir jetzt sehen, ist, dass das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium mit seinem Gesetzentwurf noch weit darüber hinausgeht, was die Tabakproduktrichtlinie ohnehin an neuen Belastungen für die deutsche Tabakwirtschaft mit sich bringt. Und das kann uns nicht zufriedenstellen, im Gegenteil. Es bringt eine Reihe von großen Herausforderungen für uns. Es sind teilweise sehr sinnlose Regelungen, die eher dazu führen werden, wie beispielsweise das vorzeitige Mentholverbot schon ab dem Jahr 2016 statt 2020, was dazu führen wird, dass eine Reihe von Kunden ins Ausland abwandern werden und ihre Mentholprodukte dort kaufen werden. Der deutsche Staat wird dadurch fast 2 Milliarden Euro einbüßen. Was der Sinn dieser Regelung ist, erschließt sich mir schlicht und einfach nicht. Wir haben eine Fristenproblematik, da haben wir schon im letzten Jahr drüber gesprochen. Wir brauchen eine gewisse Zeit, um die Produktion anzupassen. Das sind 15 Monate nur für die Verpackung. Jetzt kommt der Bundeslandwirtschaftsminister und schlägt als weitere Regulierung vor, dass noch einige Zusatzstoffe verboten werden, die natürlich nicht so ohne weiteres und vor allen Dingen nicht so schnell ersetzt werden können. Und deshalb ist das, was die Politik uns gegenwärtig zumutet, schon eine ziemlich große Herausforderung. Und wir müssen gemeinsam als deutsche Tabakwirtschaft dafür ankämpfen, dass hier dass die deutsche Tabakwirtschaft hier ihre Bestätigung auch weiter hat und weiter produzieren kann. Wir wollen für die Kunden da sein, wir wollen den Kunden hochqualitative Produkte liefern, aber dafür muss uns die Politik auch stärker unterstützen, als sie das jetzt tut. Im Moment wirft sie uns Knüppel zwischen die Beine. Wenn ich sehe, dass Herr von Böttcher einen Brief geschrieben hat an den Landwirtschaftsminister, an Herrn Schmidt, und bis heute, knapp zwei Monate später, keine Antwort hat, dann ist das doch ein Zeichen eigentlich, dass man sich mit der Sache gar nicht in der richtigen Wertigkeit beschäftigt. Also das finde ich sehr merkwürdig. Sie wissen ja, dass ich selber aus der Politik komme. Im Verkehrsministerium war es immer so, dass jeder, der uns einen Brief geschrieben hat, nach 3 Wochen eine Antwort hatte. Das halte ich auch für ein Gebot der Höflichkeit. Dass ein Ministerium überhaupt nicht antwortet, kann man auch mit Urlaub nicht erklären. Und das zeigt doch, dass man die Branche insgesamt als irrelevant oder wenig bedeutsam ansieht. Das kann so nicht sein. Immerhin vertreten wir auch die Raucher. 20 Millionen Menschen rauchen in diesem Land. Sie tun das mit viel Genuss und das sollen sie auch weiter tun können. Und deshalb muss dieser Nanny-Staat, der versucht, die Menschen zu bevormunden, ihnen zu erklären, wie sie besser leben sollen und ihnen das durch Gesetze und Verordnungen auch noch aufdrücken, das kann so nicht weitergehen. Es muss ein Ende dieser Regulierungsspirale geben. Wir stehen dazu, dass mit Augenmaß reguliert wird. Aber es muss eine sinnvolle Regulierung sein und keine Regulierung, die das Geschäftsmodell von einzelnen Herstellern kaputt macht oder die den Konsumenten so weit bevormunden, dass er nicht mehr frei ist in seiner Entscheidung. Bodo Mehrlein, der Bundesgeschäftsführer des Verbandes Zigarren. Geschockt, dieser Mann heute bei der Pressekonferenz, wirklich ehrliche Emotionen auch gezeigt. Sie hat das alles ganz schön getroffen, natürlich auch im Namen ihrer Mitglieder. Das war ja nicht zu erwarten, dass die Zigarrenindustrie hier auch von dieser Entwicklung so betroffen sein wird. Und das haben Sie sehr deutlich gemacht. Nein, absolut. Ich habe ja das Wort benutzt, wir sind eiskalt erwischt worden. Sie haben gerade gesagt, geschockt. Ja, ich bin auch ein wenig sauer und traurig.
Weil ich meine, wir leben hier in einem Rechtsstaat und wir haben klare Aussagen vorher und Signale bekommen, dass Zigarren, Zigarillos, Pfeifentabake entsprechend der Richtlinie, wie es da drin steht, von Bildwarnweisen ausgenommen worden sind. Und unsere Industrie, meine Mitglieder haben sich darauf verlassen. Und wir können keinerlei Gründe erkennen, warum es plötzlich eine Kehrtwende für diese neue Politikmaßnahme gibt. Wie haben Ihre Mitglieder reagiert? Genauso wie ich, geschockt. Geschockt. Man macht sich jetzt Gedanken, wie man das umsetzen kann, welche Konsequenzen das hat, welche Antwort man findet. In größten Fällen findet man keine Antworten. Man muss ganz klar sagen, wenn es so kommt, wenn wir das nicht noch in irgendeiner Art und Weise verhindern können, wird das zu einer klaren Reduzierung des Sortiments kommen müssen, um sich irgendwie an diese Vorgaben anpassen zu können. Also A, ist es ja von der ganzen Zeit nicht umsetzbar, also von den vorgegebenen Terminen. Und B, haben Sie jetzt hier so eine Kiste in der Hand, die ist ja Schock hoch drei. Also wegen dem Zeithorizont, wenn mein Kollege von der Zigarettenindustrie schon sagt, dass sie es nicht schaffen und ich weiß nicht, was hat er gesagt, weit über ein Jahr braucht zur Umstellung, können Sie sich vorstellen, dass die mittelständische Zigarrenindustrie noch einen wesentlich größeren Zeitraum braucht. Und wie ich vorhin auch dargestellt habe, wir haben die technischen Planungen bis jetzt so geführt, dass wir die vergrößerten Textwarnweise einführen. Jetzt kommen die Bildwarnweise, kommen sie wirklich, wird es doch wieder zurückgenommen. Wir haben absolut keine Planungssicherheit. Zeigen Sie uns doch bitte nochmal die Kiste. Ja, wie würde so eine Kiste in Zukunft aussehen? Ich habe es vorhin gesagt. Wir haben nicht nur vier Warnhinweise, wie die Zigarette zum Beispiel, sondern da wir Zigarren in einer sogenannten Packung mit Klappdeckel meistens eingepackt sind, werden wir einen Warnhinweis auf der Unterseite, einen auf der Oberseite, rechts und links und noch verschärfend im Deckel haben. Scharfer geht's nicht. Schlimmer geht es immer noch, aber es ist schlimm genug, es reicht. Also wie ich vorhin dargelegt habe, es ist nicht umsetzbar und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben keine Maximalgröße mehr. Das heißt, für jede Packung, die wir vor uns liegen haben, brauchen wir andere Warnhinweise. Die müssen alle im Unternehmen auf sogenannten Etikettierungsrollen vorrätig sein, in 14-facher Ausführung und dann angebracht werden. Also, ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kollegen in den anderen Verbänden, in all den Gremien, in denen Sie aktiv sind, doch noch Wege finden, um diese schreckliche Entwicklung hier aufhalten zu können. Als Genussraucher ist man geschockt. Man wird die Zigarre weiter rauchen, aber es wird auch Menschen geben, die wahrscheinlich abschrecken davor. Sicherlich wird es Auswirkungen auch auf den Konsum haben, da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber wir haben nach wie vor die große Hoffnung, dass in der Politik wieder ein bisschen Vernunft einkehrt und man merkt, dass diese Maßnahme vollkommen unverhältnismäßig ist. Man quasi, wie sagt man, mit Kanonen auf Spatzen schießt. Ich danke für die offenen Worte und wir geben die natürlich gerne weiter in der Hoffnung, dass viele auch mal an anderen Stellen drüber nachdenken und dass hier sich wirklich noch was bewegt. Okay, besten Dank. Danke.